Die höchste 7-Tage-Inzidenz im Sendegebiet hat der Landkreis Weilheim-Schongau. Hier liegt der Wert heute bei 1115,1 und ist im Vergleich zu gestern noch einmal stark angestiegen. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist die Inzidenz gestiegen von gestern 587,9 auf heute 623,0. In der Landeshauptstadt München ist der Wert noch einmal gesunken und liegt heute bei 419,4, gestern noch bei 432,6. Ebenfalls in Starnberg, auch hier ist die Inzidenz noch einmal gesunken von gestern 450,9 auf heute 424,6. Die niedrigste Inzidenz im gesamten Sendegebiet hat der Landkreis München. Hier liegt der Wert heute bei 376,9, nach gestern 386,6. In Gesamtoberbayern liegt der Wert heute bei 567,0. Die Krankenhausampel steht weiterhin auf Rot. Bund und Länder haben sich auf strengere Corona-Regeln geeinigt. Es gebe noch keinen Anlass zur Entspannung, so Bayerns Ministerpräsident Söder nach der Konferenz. Im Handel gilt künftig 2G, ausgenommen sind Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Dazu kommen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Bei Ungeimpften auf maximal ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt. Dies gilt übrigens auch, wenn ein Ungeimpfter auf mehrere Geimpfte trifft. Für Geimpfte sind private Feiern bis maximal 50 Personen erlaubt. Die Impfpflicht soll im Februar kommen. Alle sind sich einig, sie wollen eine Impfpflicht. Wichtig ist, wer und wie, auch welche Altersgruppen. Da haben wir uns jetzt darauf verständigt, soll der Ethikrat einen Vorschlag machen. Ich halte es für richtig. Ich bin da offen in allen Bereichen hinein. Ich finde es gut, wenn aber am Ende abschließend der Ethikrat einen Vorschlag macht, wer und bis ins welche Alter gemacht wird. Schon morgen trifft sich das bayerische Kabinett, um die neuen Regeln zu beschließen. Und jetzt die Impftipps. Impfbus in Hohenbrunn. Morgen hält der Impfbus in Hohenbrunn und zwar von 9 bis 17:30 Uhr. Impfen lassen können sich alle ab 12 Jahren. Auffrischungsimpfungen werden für alle ab 18 Jahren angeboten. Ein Termin ist nicht nötig. Bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Impfen auf der Theresienwiese. Unter dem Motto Auf geht's zur Wiesen, auf geht's zum Impfen können sich ab sofort alle ab 12 Jahren auf der Theresienwiese impfen lassen. Täglich von 9 bis 18:15 Uhr, auch am Wochenende. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage kann es zu Wartezeiten kommen. Impfen im Roncalli-Haus. Morgen findet eine Impfaktion in Tutzing im Roncalli-Haus statt. Angeboten werden BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.